Einen schönen guten Tag, Detlef Rüsing hier aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück. Ich möchte Sie einladen zu unserem Online-Seminar, zu meinem Online-Seminar zum Thema Wohlbefinden und Lebensqualität messen und bewerten. Wir haben 3 Stunden, das Ganze wird ein Zoom-Seminar sein und wir stellen uns natürlich die Frage zunächst einmal, was ist überhaupt Wohlbefinden und Lebensqualität und ist das eigentlich das Gleiche? Und in einem zweiten Schritt schauen wir uns dann an, wie wir denn versuchen können, Wohlbefinden und Lebensqualität zu bemessen. Die Frage ist ja, welche Assessment-Instrumente können wir vielleicht benutzen? Und funktionieren die in jeder Phase der Demenz? Funktionieren die überhaupt? Reicht es, Angehörige oder Pflegende zu befragen, wenn Menschen mit Demenz nicht mehr antworten können? Oder im sehr späten Stadium der Demenz, auch darüber möchte ich mit Ihnen sprechen und vor allen Dingen mit Ihnen auch diskutieren, empfinden vielleicht Menschen mit Demenz überhaupt nicht mehr so etwas wie Wohlbefinden und Lebensqualität? Ich glaube, dass das eine entscheidende Frage ist und dass es sehr viel mit uns auch zu tun hat. Vielleicht messen wir diese Dinge vielleicht auch in den späten Phasen der Demenz nur deswegen, weil wir selber hoffen, dass wir auch in solchen Phasen der Demenz noch etwas wie Wohlbefinden und Lebensqualität empfinden. Vielleicht hoffen wir das für uns selber. Also ich glaube wirklich ein spannendes Thema, ein sehr praktisches Thema auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Thema, bei dem es sehr viel Diskussionsbedarf gibt und bei dem man sich natürlich darüber unterhalten muss, inwieweit wir tatsächlich überhaupt eine Ahnung davon haben, wie es Menschen mit Demenz geht. Ich freue mich auf Sie. Wäre schön, wenn Sie sich anmelden zu dem Seminar. 3 Stunden über Zoom. Das wird bestimmt spannend. Bis bald. Tschüss.